Hallo ihr Lieben, Yoga-Stile, Yoga-Arten kurz erklärt. Heute legen wir den Fokus einmal auf Ashtanga-Yoga. Ashtanga-Yoga ist ein Yoga-Stil im Vinyasa-Yoga-Stil. Das heißt, Bewegung und Atem wird hier miteinander verbunden. Man fließt von einer Asana in die nächste. Ashtanga-Yoga ist ein sehr anstrengender Yoga-Stil und manche sagen auch mit einer der anstrengendsten Yoga-Stile. Ashtanga-Yoga wird sehr traditionell, meistens indisch streng unterrichtet, was bedeutet, dass es für Anfänger meistens überfordernd sein kann und dass auch hier natürlich die Verletzungsgefahr steigert, weil viele Sprünge dabei sind und auch die Geschwindigkeit doch sehr hoch ist. Beim Ashtanga-Yoga gibt es Serien, die geübt werden. Es gibt ganze 6 Stück davon und meistens wird nur die erste Serie angeboten in den Yoga-Studios beziehungsweise wird die erste Serie geübt. Jeder Yogaschüler übt dabei in seinem eigenen Atemtempo. Es wird auch ohne Musik praktiziert und die einzelnen Asanas werden für 5 Atemzüge gehalten. Du darfst erst mit einer nächsten Yoga-Serie weitermachen, wenn du diese Yoga-Serie, die du geübt hast, vollständig beherrschst und auch gut praktizieren kannst. Das heißt, ganz viele üben nicht nur Tage an einer Serie, sondern viele Monate, ja oder sogar Jahre nur an einer Yoga-Serie. Und das ist auch das, worauf Ashtanga abzielt. Ashtanga soll in dir eine gewisse Demut schaffen, sie soll dich an deine Grenzen bringen, sodass du auch hier auch mal scheiterst. Also die Asanas sind bewusst schwierig gewählt, damit du auch hier deine Grenzen spüren kannst, damit du dich auch natürlich weiterentwickeln kannst. Die erste Serie enthält 41 Asanas und um jetzt alle aufzuzählen, würde das viel, viel zu lange dauern, zumal du das auch überall im Internet nachschauen kannst. Ich möchte dir hier nur einmal 3 vorstellen und zwar Virabhadrasana 1 ist dabei, also Krieger 1, Bakasana, die Krähe ist dabei oder auch Navasana, das Boot ist dabei, sodass du dir mal eine Vorstellung machen kannst. Durch diese ganze Praxis und durch dieses ganze Üben bewirkt Ashtanga-Yoga in dir, dass du ausgeglichener wirst, dass du viel entspannter wirst, zufriedener, dass du deinen eigenen Körper mehr und mehr akzeptierst und auch dich in gewissen Lebenssituationen zufriedener gibst. Wenn man bedenkt, wie anstrengend und wie mühselig Ashtanga-Yoga sein kann, ist das durchaus nachvollziehbar, dass man diese Eigenschaften lernt. Ashtanga-Yoga ist auf alle Fälle ein toller Yoga-Stil, wenn du dich selber auch mal körperlich mehr fordern möchtest. Die Ashtanga-Yoga-Serien findest du natürlich im Internet, aber ich würde dir empfehlen, gerade wenn du neu beim Yoga bist und Ashtanga auch noch nie gemacht hast, geh bitte zu einem Yoga-Lehrer und praktiziere es unter professioneller Anleitung, damit du auch in den einzelnen Asanas korrekt drinstehst, um hier natürlich auch das Verletzungsrisiko zu vermeiden. Wenn du noch mehr über andere Yoga-Stile erfahren möchtest, dann findest du eine Beschreibung zu der Playlist unten in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir einen traumhaften Tag und freue mich schon auf dich im nächsten Video. Namaste!